Musik kann so klingen. Oder auch so. Egal wie, Musik berührt. Und sie besitzt Heilkraft. Du sitzt zu Hause und machst ein finsteres Gesicht. In diesem Züricher Tanzcafé werden dank Musik müde Knochen wieder munter und geistige Defizite zweitrangig. Die meisten hier leiden unter Demenz. Längst nicht allen sieht man ihre Krankheit an, aber die Musik hilft, Körper und Geist wieder in Schwung zu bringen. Und das geschieht ganz automatisch. Uli Windlinger leidet seit 2 Jahren an Alzheimer. Regelmäßig kommt der 75-Jährige mit seiner Partnerin ins Tanzcafé. Ich merke, da ist mehr in mir, als ich gewusst habe. Das ist eine neue Ausdrucksform für mich, über die Bewegung, die ich nicht aus dem Gedächtnis abrufen muss, sondern wo ich bin, wie ich bin, aus dem Bauch heraus. Demenz legt im späten Stadium das Gehirn komplett lahm. Nervenzellen sterben ab und gehen für immer verloren. Thomas Bickel leidet unter schwerer Demenz. Der 66-Jährige redet nicht mehr. Auch eigenständiges Handeln ist nicht mehr möglich. Doch mit Hilfe der Musik kann ihn seine Frau Christine wieder in Schwung bringen. Getanzt hat er früher eigentlich nie. Das ist erst mit der Demenz gekommen. Alles, was die Seele berührt, Bewegung, das wird wichtiger. Wenn der Geist nicht mehr das macht, was er von früher gewöhnt ist, geht das also mehr über die Gefühle. Die Kraft der Musik soll auch ihm helfen. Vor 4 Wochen hatte Bruno Ceresola einen Schlaganfall. Seither kann er kaum noch sprechen. In der Reha soll der 73-Jährige seine Sprache wiederfinden, dank Musik. Nach einem Schlaganfall ist das Sprachzentrum oft geschädigt. Musik hilft, das Sprachvermögen zu reaktivieren. Sie stimuliert viele Bereiche im Gehirn. Zum Beispiel das Hörzentrum, das Lern- und Erinnerungsvermögen sowie das Ton- und Melodiegedächtnis. Musik ruft Emotionen hervor. Das passiert hier. Wer singt oder musiziert, aktiviert diesen Bereich. Musik und Musizieren unterstützen die Reorganisation des Sprachsystems, indem Verbindungen zwischen den Systemen aufgebaut oder verdichtet werden. Ein Tag so wunderschön wie heute. Auf Anhieb findet Bruno Ceresola seinen Einsatz. Ein Weckruf und Erfolgsmoment. Wenn das Glück da ist, dass der Mensch vorher viel gesungen hat oder Lieder gut verankert sind im Gedächtnis, dann kann er die Sprache abrufen in Verbindung mit der Melodie. Und das ist natürlich emotional ein ganz wichtiges Moment, wenn jemand spürt, ich kann das ja noch, ich kann ja singen und die Worte kommen, wie sie sollen, dazu passend aus meinem Mund heraus. Auch hier zeigt sich, der Patient kann kaum reden, aber gut singen. In diesem Moment greift er nicht auf sein Sprachzentrum zurück, sondern auf andere Hirnregionen. Therapie war nicht so schlecht. Die Singstunde, irgendwann kühles, etwas Befreiendes. Der Patient hat große Fortschritte gemacht. Anfangs war es ihm nicht möglich, Worte auszusprechen. Es war ihm anzumerken, dass er weiß, was er sagen will, aber die Worte, auf die konnte er nicht zugreifen.
Und jetzt nach 4 Wochen kann er durchaus Sätze formulieren, kann auch Wünsche, Befindlichkeiten formulieren. Also es ist weit über einen Automatismus hinaus. Also er kann schon vieles aussprechen jetzt. Im Züricher Tanzcafé nähert sich die Party ihrem Höhepunkt. Die 84-jährige Adelita Noll leidet unter fortgeschrittener Demenz. Doch ein Lied holt sie immer wieder aus ihrem Dornröschenschlaf. Ich habe einen Schatz am schönen Zürichsee. Es trifft ihre Seele. Die alten Stücke von früher bewegen sie einfach. Und das baut mich auf, wenn sie wie früher ist und ich sehe, dass sie Freude hat. Gelöst und befreit. Die Macht der Musik macht.